hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, in meiner Diskettensammlung, ich weiß, ich habe es nicht durchgezählt, aber ich schätze mal, es sind so ja, 50, 60 Disketten. Die habe ich jetzt alle durchgetestet und von denen, sagen wir mal, 60 Disketten sind 10 Disketten, die noch in Ordnung sind. Plus Demo-Disketten und das sind noch so ein paar Original-Disketten. Dann sagen wir mal in Summe vielleicht 15. Und der Rest ist kaputt, beziehungsweise wenn die Disketten ja so richtig vergurkt aussahen, dann habe ich die nicht genommen. Wenn die doppelt gelocht waren, die habe ich auch nicht genommen. Ich habe nur die einseitig gelochten Disketten genommen, weil das möchte ich auch beibehalten. Disketten werde ich nur von einer Seite bespielen, und zwar mit dem Hintergrund, weil die ist ja so drin. Und dann ist auf der oberen Seite, liegt ja das Filzstück auf und schleift die ganze Zeit ja auf dem Magnetstreifen. Und das wird, für die Daten ja dann auch nicht gut sein. Genau, weil die müssen noch ein paar Jahre halten. Die haben jetzt hier schon bestimmt 40 Jahre auf dem Buckel. 30 bis 40 bestimmt. Den Stapel habe ich bei Ebel ersteigert, zusammen damals mit einer Floppy. Und ich bin froh, dass ich jetzt überhaupt 10 Disketten habe, die ich benutzen kann. Und ich bin schon fleißig dran zu kopieren. Ja, die Floppy wird ja doch ein wenig sehr warm. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen aufgemacht zum Kühlen. Hier unten ist noch so ein kleiner Ventilator drunter, der die ganze Geschichte noch kühlt. Ich wollte eigentlich nur eine Diskette kopieren. Und dann bin ich schon seit über einer Stunde dran. Ja, seit einer Stunde. Und ich denke mal, es wird noch ungefähr eine halbe Stunde dauern. Dann müsste die Diskette fertig sein. Und zwar ist mein neuer Plan von der SD2IC. Boah, das ist normal. Das macht aber zwischendurch. Von der SD2IC auf die Originaldiskette zu kopieren. Ich habe ungefähr so 4 Spiele, die laufen über die SD2IC-Karte nicht. Ja, und deswegen überspiele ich die auf jeden Fall auf Originaldiskette. Und das mache ich die ganze Zeit mit dem Programm D-Copy. So, das habe ich mich im Internet nochmal schlau gemacht. Da gibt es ein anderes Programm, das nennt sich DRA-Copy. Und das hat eine normale Kopiergeschwindigkeit, sage ich einfach mal. Ja, das werde ich als nächstes dann mit euch gemeinsam machen. Und der kopiert jetzt hier sektorweise, liest er die Daten ein und speichert die dann ab. Und zwischendurch ist auch immer eine kleine Pause. Ja, und so kommt man dabei 35 Tracks mal so auf anderthalb Stunden. Es gibt da auch noch eine andere Variante, die hat so einen kleinen Assembler-Code mit drin. Dann würde man den ganzen Kopiervorgang auf eine Stunde reduzieren. Wow, cool. Gut, das probiere ich aber nicht aus, weil auch eine Stunde ist mir definitiv zu viel. Ja, wie gesagt, das sieht hier noch ein bisschen wild aus. Und ja, wenn er jetzt soweit fertig ist, dann werde ich noch eine Diskette kopieren. Und das Ganze mache ich dann mit DRA-Kopie. Nach 2 Stunden Kopiervorgang ist er jetzt endlich fertig. So, die Lötaktion beginnt. Ich werde jetzt erstmal hier die Platine wieder lösen, umklappen, ja, und das Kabel einmal umswitchen. Das war's. Stecker wieder raus. So, Ziel ist es jetzt, diesen schwarzen Blindstecker oder Blindkabel, nenne ich mal, mit dem hier zu tauschen. Also den zu lösen. Dementsprechend dann dort zu montieren. Ich habe gerade überlegt, ob man nicht auch eine Kabelklemme nehmen kann. Ich glaube, ich löse jetzt hier erstmal den Kabelbinder. So, hätten wir den Kabelbinder ab. So, friemeln wir den hier mal vorsichtig raus. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz zum Hantieren. So, jetzt haben wir den ab. Schlumpfschlauch. Hier ist noch ein bisschen Lötzinn. Lötkolben ist auch da. Ist auch noch ein Kabelbinder, den löse ich. So, ich überlege gerade, ob ich nicht lieber eine Kabelklemme nehme. In etwa so eine. Dann brauche ich nicht löten. Ich glaube, das mache ich auch. Ich nehme eine Kabelklemme, den packe ich hier dran
und den dementsprechend dann an die Sicherung. So, den brauche ich jetzt nicht mehr. Dann kommt jetzt hier der Schlumpf drauf. Oder Strumpf, keine Ahnung, wie das genau heißt. So, ich würde sagen, der ist safe. Muss ich versuchen, hier vorsichtig das Ganze abzubekommen. Oh, das hat schon mal nicht funktioniert. Ja, man sollte hier den Durchmesser auch richtig einstellen. Irgendjemand hat den verstellt. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das gleiche mache ich hier. Die Ader sieht ein bisschen dünn aus. Okay, ist dann wohl so. So, ja, ich würde sagen, das passt. Das sieht doch sehr gut aus. Den verstecken wir hinten hin. Der bleibt so. Ja, ich mache einen Funktionstest und wenn das funktionieren sollte, dann kann ich das ja immer noch anlöten. Aber für den ersten Step sollte das auf jeden Fall reichen. Ich werde das Ganze jetzt noch einmal durchmessen. Mal eben schauen. 43 Ohm. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Gut, die Batterie ist schwach. Ich werde da gleich nochmal mit voller Batterie durchmessen. Aber ich denke mal, da kommt das gleiche Ergebnis bei raus. Ja, ich würde sagen, wir zusammenbauen, anschließen, testen. So, die ersten Kopien, die haben erfolgreich funktioniert. Und jetzt versuche ich das Ganze mal mit Drahtkopie zu kopieren. Ja, ich würde sagen, ich starte mal die Floppy Commodore. Dann werde ich jetzt mal versuchen, ein Adventure-Spiel zu kopieren. So, einfach machen wir das Geflimmer hier aus. So, ich lade jetzt mal Drahtkopie. Und dann nehme ich euch mal mit, wie ich das jetzt hier so handhabe. Es gibt dazu natürlich mehrere Möglichkeiten. Nicht 0,8, sondern 0,9,1. So, Drahtkopie. Hier habe ich diverse Kopierprogramme drauf. Quick-Kopie. Aber ich nehme Drahtkopie. Bei Drahtkopie müsst ihr darauf achten, dass ihr eine bestimmte Version nimmt. Ich denke mal, ich schreibe euch die Version, die ich genommen habe. Bei uns das Video 10D. Irgendwas mit D war das auf jeden Fall. Und so sieht das aus. Wichtig ist, dass ihr einen zweigeteilten Bildschirm habt, sage ich mal. Rechts ist nur das Menü und oben wäre dann Laufwerk 8 bzw. Laufwerk 9. Und ich drehe euch eben noch ein bisschen den Bildschirm, dann könnt ihr es vielleicht besser sehen. Man kann ja auch umswitchen auf 10 und 11 und so weiter. Glaube, man kann sogar 9 nach oben machen, 8 nach unten. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Bei mir ist jetzt 8 das Ziellaufwerk, das wäre die echte Floppy. Und Laufwerk 9 wäre dann die SD2IC-Karte. So ist das bei mir eingestellt. Und steuern tut immer das Ganze hier mit den Tasten. Also wenn ich jetzt schon auf Pfeil drücke, dann switcht man zwischen 8 und 9. Seht ihr? Also immer wo der kleine Pfeil ist, in dem Directory ist man gerade. Und ich will jetzt in 9 sein. Ich möchte jetzt das richtige Spiel auswählen, beziehungsweise das richtige Disketten-Image. Ja, und dann über die Cursor-Tasten, dann gegebenenfalls mit Shift dann arbeiten oder halt eben ohne Shift arbeiten. Klar, selbsterklärend. Das machen wir mal eben. So, ich switche zurück. Also wichtig ist, dass man auf jeden Fall nicht Enter drückt, weil sonst startet man nämlich das Spiel. Dass man wirklich nur mit den Cursor-Tasten arbeitet. Ich gehe auf Adventure. Wenn ich jetzt hier rein will, muss ich Cursor nach rechts drücken. Dann bin ich in Directory drin. Und dann suche ich mir jetzt hier das Spiel aus. Und hier hätten wir drei Image. Ich fange mit dem ersten an. Drücke noch einmal nach rechts. So, warten, bis alles dargestellt wird. Das passt.
Jetzt packe ich ja eine leere Diskette rein, zum Beispiel die hier. Ja, und jetzt geht es weiter mit den Funktionstasten. Ich brauche die Option Disk Copy, also F8. Und jetzt steht hier nochmal Copy Disk from Device 9 to Device 8. Da muss man natürlich jetzt drauf achten. Noch einmal kurz alles abchecken. 9 wäre bei mir jetzt die SD2IEC. Das ist so eingestellt, wie bei diesem Jumper. Und das wäre die Original-Floppy, die hat Nummer 8. Und darauf soll es auf jeden Fall kopiert werden. So rum möchte ich das jetzt kopieren. Andersrum geht natürlich auch. Aber wie gesagt, ich mache es jetzt so. Dann drücke ich nur noch einmal Y. Und jetzt ist Warten angesagt. Das dauert, ich meine, ungefähr eine Viertelstunde. So genau habe ich noch nicht drauf geachtet. Ich kann die Zeit ja mal stoppen. Wir haben jetzt 11.45 Uhr. Und dann können wir ja mal gucken, wie lange das so eine ganze Diskette braucht. Ja, viel sieht man jetzt nicht. Die LED leuchtet grün, das heißt, sie ist beschäftigt in dem Sinne. Ja, und die eigentliche Floppy, ja, arbeitet auch. Und ja, jetzt sollte man sie einfach nur in Ruhe lassen. Und dann wird es schon funktionieren. Ja, kurzes Zwischenfazit. So nach 10 Minuten wäre ich ungefähr, ja, ich behaupte mal so, 2/3 habe ich fertig. Dann müsste das ja mit 15 Minuten eigentlich hinkommen. Ja, dafür, dass es eine ganze Diskette ist und wirklich auch sektorweise kopiert wird. Weil das ist nämlich das Interessante an diesem Kopierprogramm, dass er im Endeffekt ja blind kopiert, egal was da drin steht. Wenn da nichts drin steht, dann kopiert er auch im wahrsten Sinne des Wortes nichts. Also überspringt das nicht, sondern er kopiert quasi das Nichts. Und hier kann man auch schön sehen, ja, welche Spuren der alle abdeckt, also von 0 bis 20, also 21 Spuren in Summe, dafür das S. Und hier werden die Tracks auch in 10er Blocks eingeteilt. Ja, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich nochmal wieder. Der große Augenblick nähert sich und der Kopiervorgang geht langsam zu Ende. Wir wären jetzt hier bei 12 Uhr und einer Minute. Und ich denke mal, mit 15 Minuten so circa kommt das auf jeden Fall hin. So, mal kurz gucken, was passiert. Jetzt fordert er mich auf, press a key. Das tue ich mal. Jetzt könnte ich den nächsten Kopiervorgang starten. Oder ich teste die einmal nochmal. Das könnte ich mal eben machen. Ich mache mal eben ein Reset. Und dann lade ich jetzt mal von der Original-Diskette mit 0,8. Ich bekomme schon mal ein Loading und ein Ready. Das ist doch schon mal gut. Und hier hätten wir das Programm auch drauf. Dann starten wir das mal sofort. Ja, ruhig mit dem Schnelllader, damit es schneller geht. Ja, und damit könnte ich auch The Methodist spielen. Aber das erst im anderen Video. Ich würde sagen, ich kopiere jetzt an der Stelle die anderen beiden Disketten jetzt auch. Die habe ich hier schon vorbereitet, beziehungsweise die wäre fertig. Jetzt kommt Diskette Nummer A. Hier kommt noch ein Aufkleber. Damit wäre A fertig und jetzt kommt B. So, ein ganz kurzer Nachtrag. Ich bin hier fleißig am Kopieren und Formatieren. Und am Laden und am Speichern und so weiter mit der Floppy nach dem Umbau auf 240 Volt. Und ich behaupte einfach mal zu fühlen, dass die Temperatur, die sich jetzt hier entwickelt, bedeutend kühler ist oder besser gesagt nicht mehr ganz so heiß ist wie vor dem Umbau. Und ja, ich muss sagen, die ganze Aktion hat sich bis jetzt auf jeden Fall gelohnt. Ja, wie gesagt, die Floppy läuft jetzt auf 240 Volt. Jetzt eingestellt und aus unserer Steckdose über 230 Volt rauskommen, macht das auf jeden Fall Sinn, um die ganze Hardware auf jeden Fall zu schonen. Wenn er, wie man vorher vielleicht schon gesehen hat, war die Spannung, die umgewandelt wurde, bedeutend zu hoch. Und das muss ich noch nachholen, wie die Spannung jetzt ist, die an den Chips anliegen. Ich denke mal, die müsste jetzt auch weniger sein. Aber auf jeden Fall, das Wichtigste ist ja, dass die Temperatur nicht mehr so heiß wird. Und das ist auf jeden Fall gegeben.